Das Ressort Mark Brandenburg in Neuruppin. Natur, Wellness, Kultur und alles vom Feinsten. Ja, das ist natürlich traumhaft. Also gerade so, wenn man frühmorgens herfährt und dann so die Sonne hier aufgeht über den See und noch alles ganz ruhig ist, das ist schon sehr, sehr schön. Tagsüber bekommt man natürlich nicht so viel mit, weil hier schon ein großes Leben ist in dem Hotel und viel Bewegung und so. Das Vier-Sterne-Haus bietet moderne Architektur, geschulten Service, großzügige Zimmer und Suiten. Oft sind es die Kleinigkeiten, die die Gäste begeistern. Direkt am Haus gelegen die Fontane-Therme. Sie steht allen Gästen offen und bietet einen Spa der Superlative mit der größten schwimmenden Sauna Deutschlands. Küchenchef Matthias Kleber trifft seine Lieferanten regelmäßig auf dem Markt. Bei ihm kommen nur Produkte aus der Region in seine Küche. Für mich ist sehr wichtig, dass ich weiß, welche Person steckt dahinter, mit was für einem Wasser die Kräuter oder das Gemüse gegossen wird, auf welchem Boden sie wachsen. Dieser Bezug, dieser persönliche Bezug auch zu den Bauern oder Kräuterfee, Kräuterhexen, das ist schon schön, es macht doch Spaß und es baut sich auf und man entdeckt immer wieder neue Sachen. Und macht manchmal auch, auch gerade hier bei den Kräutern, manchmal auch Kreationen, die man vorher vielleicht noch nicht so erahnt hätte. Die Geburtsstadt von Theodor Fontane lädt mit ihren wunderschönen Plätzen, Parks und historischen Gebäuden ein. Und das Team vom Ressort Mark Brandenburg verwöhnt sie gerne. Das Rindersteak von Küchenchef Matthias Kleber ist über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft der Köche weiß er genau, wie Brandenburg am besten schmeckt. Wenn man früh herfährt und lange bleibt und dann abends wieder nach Hause fährt und die Sonne dann wieder untergehen sieht, über den See, ist wunderschön.